Herzogin Mekan, dieser Witz für peinliche Stille. Das Käppoin, Prinzess of Wales, 41, und Herzogin Mekan, 41, von Anfang an sehr unterschiedlich waren und diverse Meinungsverschiedenheiten hatten. Ist nicht erst seit den Memoiren von Prinz Harry, 38, bekannt. Doch die Britin und die US-Amerikanerin verstanden sich offenbar nicht nur bei ernsten Angelegenheiten oft falsch, sondern gingen auch beim Thema Humor auseinander. In Spare beschreibt Harry eine Szene, die genau darauf hindeutet. Harry geht dafür noch einmal auf einen Moment zurück, der über 4 Jahre zurückliegt. Zu Troppingsköller im Jahr 2018. Harry und Meghan waren frisch verheiratet und hatten zu dieser Zeit noch sichtlich Freude an royalen Events. Meghan erlaubte sich jedoch einen Scherz, der bei den anderen Familienmitgliedern, insbesondere bei Catherine, alles andere als gut ankam. Die Frau von Prinz William, 40, fragte ihre Schwägerin, was sie von der Veranstaltung halte, worauf Meghan mit nur einem Wort antwortete: Bund. Harry schreibt, dass daraufhin eine gewaltige Stille drohte, uns alle zu verschlingen. Es ist nicht die einzige Anekdote über Meghan und Kate, die Harry in Spare zum Besten gibt und die Aufschluss über die schwierige Beziehung der beiden Frauen gibt. Ein Streit um das Blumenmädchenkleid von Prinzessin Charlotte, 7, brachte Meghan zum Weinen. Kate wiederum fühlte sich von Meghan beleidigt, weil die ihr kurz vor der Hochzeit im Mai 2018 Mutterschaftsdemenz aufgrund ihrer Hormone vorwarf. Sicher sind das alles Kleinigkeiten, von denen Harry berichtet, doch in der Summe waren sie wohl ausschlaggebend. Dass Kate und Meghan keine Freundinnen wurden. Verwendete Quellen: Express.co.uk, page6.com, Spare von Prinz Harry.